Hallo und willkommen zurück bei Black Mirror. Das beste Viewing-Ereignis seit Avengers Endgame. Beim letzten Mal haben wir das Schloss durchsucht und ich dachte ja, wir gehen jetzt ins Bett und dann wird alles gut. Aber nein, wir dürfen uns noch nicht ausruhen, weil jedes Mal, wenn ich auf Bett verwenden drücke, sagt er, er kann nicht schlafen. Schlaflosigkeit, meine treue Freundin. Ob Andrew die Bibliothek schon verlassen hat? Hat er und durchsuchen wollte er trotzdem nichts. Ich habe das Gefühl, heute zum. Ich laufe schon wieder durch die Türen durch, wenn ich nicht möchte. Ich habe das Gefühl, heute werde ich zum ersten Mal hängen bleiben, weil unsere Mission ist, den Schreibtisch unserer Großmutter zu öffnen. Und ich weiß noch nicht so recht wie. Ich schaue noch mal in mein Inventar. Und vielleicht steht auch im Tagebuch irgendwas Neues. Macht sich zu viele Gedanken. Nein, wissen wir schon. Okay, Inventar. Oh, Draht, okay. Wahrscheinlich müssen wir nicht viel rumdenken. Kein großes Adventure, Rätsel knacken, sondern einfach gar. Oh, oder mit dem Draht hier rein, natürlich. Was wollen wir denn zuerst machen? Probiere erstmal, ob ich hier Sachen eigentlich anwenden kann und wie. Untersuchen brauche ich es Des eigentlich nicht. Diebes bester Freund. Und gut für so manch einen Fakir-Trick. Wie wäre es denn mit nehmen? Draht, nehmen. Draht aufs Schloss. Nein. Guck, jetzt hast du doch den Draht Das Schloss ist zu angeguckt. schwer, zu alt. Das wird nicht funktionieren. Na gut. Vater muss im Herrenzimmer etwas für mich hinterlassen haben. Ich könnte morgen Mr. McKinnon bitten, es für mich zu öffnen, aber dann wird er mir im Nacken sitzen. Okay, probieren wir es erstmal unten mit dem Schreibtisch. Draht auf Schreibtisch. Jetzt bin ich natürlich völlig falsch gelaufen. Die Bibliothek war hier entlang. Und dann muss ich wieder hoch, nicht? Heieiei. Wenn man sich nur auskennen würde. Wo man zum Beispiel schon drei andere Spiele in der gleichen Location gespielt hätte. Voll an der Treppe vorbei. Hier ist aber auch dunkel. Dunkel und gruselig. Hier, knacke. Sehr schön. Draht verwenden, Messer verwenden. Oh, Draht ist ein bisschen unauffälliger, glaube ich. Das könnte ein Weilchen dauern. Ich muss es vorsichtig versuchen und. Oh, na bitte. Bitte auch in die Kommentare schreiben, von wem die Synchronstimme ist. Machen wir lustiges Synchronstimmen-Rätselraten. Scratches or no scratches? Ich glaube, das war gut, dass wir nicht alles völlig zerhackt haben. Schlangen. Zeugs. Zeugs. Schublade, Schublade, Schublade. Schlangen sieht wichtig aus, das machen wir als letztes. Und bei Amnesia haben wir gelernt, immer die unterste Schublade zuerst. Verschlossen. Super. Die zweite? Verehrte Lady Gordon, ich schreibe Ihnen mit größter Dringlichkeit. Ich benötige Informationen über meinen Patienten, Ihren Sohn, Mr. John Gordon. Während unserer Gespräche macht er Andeutungen über sein Verhältnis zu seinem Vater, geht aber auf Nachfrage nicht weiter darauf ein. Auf meine vorherige Bitte haben Sie nicht reagiert, deshalb schreibe ich erneut, um mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass Sie mir die benötigten Antworten zukommen lassen. Die Genesung Ihres Sohnes hängt davon ab. Hochachtungsvoll, Dr. Lea Farber, Bethlehem Hospital, London.
Welche Geheimnisse über meinen Vater verbirgt Lady Margaret? Vaterprobleme verbirgt sie. Oh, was haben wir hier? Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Aber was ist es denn? Was ist es denn? Schreibtischnotiz. Aber ich kann doch gar nicht sehen, was draufsteht. Oh nein. Oh je. Das ist der erste Bug. Was ist das? Oh. Das ist nicht die richtige Kombination. Oh, ein Fototeil, was ich auch wieder nicht angucken darf. Und die Schlangen können wir nur angucken. Okay, was mache ich jetzt mit der... Verschlossen. Mit der Notiz. Ich schaue mal kurz die Runensymbole nach. Ob das einfach auf der echten Welt basiert. Weil dann könnte man sich das ja vielleicht erschließen. Wer braucht denn schon Hilfe von irgendeinem toten Gordon-Vater? Runenalphabet. Wenn man auch Google hat. Okay, das zweite heißt Mann. M. Das 20. Zeichen, das bringt mir nicht viel. Was haben wir denn noch? Das dritte. Und noch weiter nach 20. D. PD. Und das erste heißt gar nichts. Null wahrscheinlich. Oder nach was sieht es aus? Okay, schau, ob ich anderes Runenalphabet finde. Wie wär's mit Runen und Zahlen? Jetzt kommen wir der Sache näher. Ist trotzdem Nummer 20. Das bringt uns nicht weiter. Also ich habe klugerweise jetzt herausgefunden, dass man Gegenstände drehen kann. Was ich vorher eigentlich schon wollte und es hat aber nie geklappt und jetzt kann ich's. Haha, Skills. Jedenfalls schaue ich jetzt mir erstmal nochmal alles an, weil warum nicht? Da steht vielleicht noch was Schönes drauf. Aha, da steht tatsächlich was Schönes drauf, das wusste ich nicht mal. Wir gucken erstmal hier, drehen wir den Ohrring ein bisschen um. Ist ganz schön dünn. Streichholzschachtel. Schön. Messer, was gibt's da noch so zu sehen? Nüscht. Und da ist nichts hinten drauf. Okay, zurück zur Schreibtischnotiz. Und wenn man die umdreht,
haben wir. Sekunde. Versucht es eben schön hinzudrehen. Also 3 plus das Ding, was man nicht kennen, plus 3 ist 5. Stimmt auch nicht ganz. Und das minus m ist 2. Soll heißen. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Schauen wir noch mal hier drauf. Oh, Mathe-Rätsel. Die Antwort finden. Mein Junge. Bücherei. Okay, also nochmal. Geh weg. Gedankenfetzen eines Verrückten. Ich konnte es nicht über mich bringen, das Mutter zu zeigen. Geh halt weg, du X. Okay. Das eine plus 3 ist 4. Neun ist M und das eine. Mathe-Rätsel. Mathe-Rätsel. Weil also die stehen ja nebeneinander, das Dingens und das P, das ist dann die 4. Und dann, ich muss eben nochmal gucken, wie das aussieht auf dem Schreibtisch. Schreib mir das mal eben auf. Oh, das steht auch gar nicht nebeneinander. Okay. Also, wir haben das O oder was das ist. O0, wie auch immer. Und dann haben wir M. P, das da. 8 umgedreht. Ich nenne es mal X. Okay. Verlassen. Und wenn ich jetzt ins Inventar schaue, oder kann ich das eigentlich auch anschauen und gleichzeitig im Inventar gucken? So. Jetzt kommt's. Nämlich. Alles umgedreht. Na, 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 na. Also das P plus die 0 plus P ist 5. Wie kann denn das sein? Das minus das ist 2. Heidemei. Ich schreibe mir das gerade nur auf, weil sonst kann ich es ja nicht mit dem anderen vergleichen. P plus 0 plus P ist 5. X plus M ist, nein, X minus M ist 2. Ist irre spannend, ich weiß. Highlight von euch allen, bin mir ganz sicher. 0 plus P ist 4. Aber es kann doch gar nicht aufgehen, weil
Wenn 0 plus p schon 4 ist und dann noch ein... Ja. Also 0 muss 3 sein und p muss 1 sein und dann ist 9 ist m plus 0, also 3. Das heißt, m muss 6 sein und dann ist 6 - 2 = 8. So, schwere Geburt. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann verabschiede ich mich. Also, die 0 ist eine 3. Wenn ich da mal drauf drücken könnte. Vielleicht eines Tages. Da, ich möchte bitte drauf gucken. Ich geh nochmal kurz raus. Ja, wissen wir schon. Na, komm schon. Okay. Die 0 ist eine 3. Nach oben drehen. Dann das M ist die Nummer 6. Dann, was haben wir hier? Das P ist eine 1. Und dann das hier drüben war die 8. Ja! Soll mal einer sagen, ich hätte mein Abi nicht verdient. Mal sehen, was Vater vor seiner eigenen Familie verstecken wollte. Mein Kopf tut jetzt übrigens weh und das von dem Spiel, wo es hieß, es hat keine Rätsel. Wofür magst du wohl sein? Für eine große Tür. Oh, für die Tür oben. Und du bist doch noch ein Schlangenschwanz. Kann man da denn nichts gucken? Das sind doch immer diese weißen Dinger. Heißt das denn gar nichts? Und was ist mit dir? Da kann man immer noch nur hingucken. Okay, aber merkt euch mal, jetzt sieht es gerade so aus. Vielleicht sieht es später anders aus. Und ist das hier? Oh, ja, passt. Und was ist da mit oben? Oh oh. Diese Seite scheint fertig zu sein, aber da muss es noch mehr geben. Oh, welch ein aufwendiges Möbelstück. Aha. Was machen wir da denn jetzt? Gar nichts. Habe ich mich gerade erschrocken. Schließen. Nichts passiert. Fehlt auch garantiert kein Schlüssel. Habe ich den noch im Inventar? In der Tat. Ist auch nicht so klug, den da wegzunehmen, oder? Ja, na gut. Schauen wir den, ob der Schlüssel wo auf mehrere Sachen reinpasst. Mein neuer Trick. Okay, gut, dann war's das mal für diese Folge, würde ich sagen. Schöne Drehungstricks und ein aufgeschlossener Schreibtisch und ein gelöstes Rätsel. Ganz schön erfolgreiche Folge, würde ich sagen. Ich sehe euch beim nächsten Mal.